und herzlich willkommen heute mal wieder zu was ganz anderem. Wir sind mit dem Karmann unterwegs und ich dachte, ich mache euch mal hier so ein kleines Stellplatzding, so ein Stellplatz-Vlog. Wir befinden uns in Bodenwerder. Das ist die Hameln-Weser-Region mit ja, den Weserbergen, im Weserbergland. Und da sind wir jetzt auf die erste Reise gefahren, nachdem wir das Auto quasi umgebaut haben oder fertig gebaut haben. Und dementsprechend ja, sind wir jetzt hier. Und ja, ich wollte einfach mal, weil viele immer schreiben, wo fahrt ihr hin, wie macht ihr das mit Kind und so weiter. Wir bevorzugen halt Stellplätze, haben aber natürlich auch den Vorteil, dass wir völlig autark sind. Autark im Sinne von, wir brauchen ab und zu mal ein bisschen Wasser, aber ja, außer Wasser brauchen wir halt nichts. Und dementsprechend ja, sind wir jetzt hier angekommen und wir stehen dort und haben halt hier das Gute, wir brauchen hier halt keinen Strom. Strom kostet extra. Den gibt es hier an solchen Säulen, da muss man seine Karte vorhalten und dann kann man hier Strom ziehen, Kilowattstundenpreis. Und ja, jetzt stehen wir hier. Wir haben hier das Gute, dass unsere Solarbatterien oder unsere Solaranlage den Batterien genug Saft gibt. Und wir kriegen hier vorne Wasser und alles, was wir brauchen. Und ja, sind zufrieden. Also man kann hier stehen. Die Nacht kostet aktuell um die 12 Euro. Sind 12 Euro plus Strom plus Wassergebühren. Ja, wir wollten eigentlich ganz ans Wasser ran, aber es ist das erste Wochenende Corona offen. Ich zeige euch das mal. Wir wollten einen Platz hier unten haben. Und ihr seht, der ist voll. Wir befinden uns hier direkt am Weserradweg. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt alles voll. Ich bin vorhin schon mit dem Weserradweg gefahren, fast bis Stadt Oldendorf. Und in Stadt Oldendorf hatten wir schon das Problem, dass auch alle Campingplätze auf dem Weg halt voll waren. Und wir sind halt glücklich, hier so stehen zu können. Wir stehen zwar neben Bagger und Brot. So, wir haben gestern da gestanden, an dieser Stelle. Man sieht aber, dass da irgendwie ein Sandplatz war. Und wir hatten das ganze Auto immer voller Sand. Das ist halt ein bisschen bescheuert. Und genau aus diesem Grund haben wir uns halt entschlossen, nochmal umzuparken. Von da nach da. Und ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Hinspiel, Panik gespielt. Max, sein frisch umgebauter Sprinter, funktioniert auch gut. Er hat schon frisch geduscht heute. Kind ist hingefallen. Und wir haben Besuch bekommen. Ja, wir wurden über Instagram angeschrieben. Aus der Situation heraus, dass hier jemand den Sprinter extremst interessant fand. Und er sitzt jetzt hier und erzählt und guckt sich das an. Du bist jetzt bei YouTube gleich, ja, ne? Das ist schön. Ja. Ich bin Norman. Hallo. Grüß euch. Ist Norman aus Goslar. Hat einen ähnlichen Fahrzeugaufbau wie Max sein Sprinter. Und ja, ist halt hierher gekommen. Coole Nummer, um einfach sich das Fahrzeug mal ganz genau anzugucken. Wir machen zu dem Ding auf jeden Fall auch noch eine Roomtour. Die wird es auf jeden Fall geben. Aber noch sind so zwei, drei Kleinigkeiten. Ist auf jeden Fall, ihr habt es ja schon gesehen. Wir hatten ja das ein oder andere Video gemacht mit dem Ding. Der Innenraum ist unglaublich gut mit seiner Dusche und sowas. Also so eine große Dusche hat manchmal nicht zu Hause. Mit der Fahrradecke hier, boah, sensationell. Ja, wie ihr seht, wir sind auch schon Fahrrad gefahren. Also das Weiße gehört Norman, aber meins ist noch draußen. Max, seins ist noch drin oder wieder drin. So. Ja, wir sind voll gefressen. Ich fühle mich auch, als ob ich Tonnen gefressen hätte. Wir haben ein wenig gegrillt. Ja. Ich zeige euch noch ein paar Impressionen hier von dem Stellplatz. Guten Morgen. Ich werde euch jetzt einmal rumführen und euch den Platz hier zeigen. Hier gibt es nämlich so einen unteren Stellplatz an der Weser und dann einmal hier oben, wo wir stehen. Und dann gibt es hier noch einen Kiosk. Und das werde ich euch jetzt einmal alles zeigen. Thank you.
hier hinten geht, der Schrägplatz. Hier oben haben sie jetzt gerade angefangen, die Wiese zu machen. Allerdings, bei dem Regen sind da einige festgehangen. So, dann gehen wir einmal nach vorne zum Kiosk. So, hier oben ist dann der obere Schrägplatz, wo man sich hinstellen kann. Hier ist einmal Ver- und Entsorgung. Einmal Müll und hier einmal Wasser und Fäkalien. Hier oben sind noch Duschen und Toilette. Vorne kann man sich dann, wenn man hier eingecheckt hat, quasi eine Karte holen und kann hier dann ganz entspannt duschen und auf Toilette gehen. Hier vorne ist dann schon einmal der Kiosk. Und trinken geworden. Vorne ist auch eine Speisekarte, die zeige ich euch einmal. Hier eine Speisekarte. Hier oben haben sie tatsächlich auch noch Wohnmobilstellplätze hingemacht, weil einfach natürlich ganz viele Leute jetzt auch fahren wollen. Der schöne Boden ist an hier. Die Kugel bewegt sich, da ist Wasser drin. So. Und dann bewegt sie. So, wir gehen jetzt einmal ganz kurz nach vorne, wo der Eingang ist. Zeige ich euch einmal. Die meisten werden von dort hinten so da kommen. Und dann könnte man hier quasi einfahren. Genau, und dann seid ihr auch schon auf dem Stellplatz hier. Ich hoffe, der Rundgang hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein paar Eindrücke finden hier. Und ja, das war's. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Und ja, das ist Bodenwerder. Weser-Hameln-Region, sehr, sehr schön. Hier gibt es nicht wirklich viel, aber wenn man ein bisschen Ruhe möchte, hier gibt es einige gute Stellplätze. Ja, gute, schöne Anlagen. Weser-Radweg, extrem geil. Wir sind heute auch 410 Höhenmeter gefahren. Und zwar, kann man das sehen? Da hinten hoch, hinter den Bäumen, sieht man das vielleicht ein bisschen. Da oben, da waren wir heute auch schon mit dem Rad. Ich bin deswegen extremst kaputt. Ja, aber so viel dazu. Also es ist echt zu empfehlen. Es sind jetzt zwar nicht so die großen Möglichkeiten für Kinder, aber viele fragen halt immer, wo fahrt ihr hin? Das hatte ich ja schon gesagt. Und ja, wenn man jemanden hat, der die Kinder beschäftigt, dann ist auch alles cool. Und auch für die Hunde ist cool. Die können ja so ein bisschen an der Weser ran. Es gibt so Hundestege und so. Summa summarum, alles klar. Impressionen angucken. Ciao.